Wenn ich es nicht habe, dann wollt ihr es nicht. Hallöle zusammen. Ja, da bin ich mal wieder. Und ja, draußen ist Uselwetter. Ne, kalt, nass. Da habe ich gedacht, fahre ich doch mal mit euch in die Südsee. Ne? So, Reggae ist auf dem Plattenteller. Und dann kann es jetzt hier auch mal losgehen. Mal für ein bisschen eine bessere Stimmung und so weiter. Ja, Südsee-Piratenhütte ist ja eine der klassischen Quests. Und dann ne, ab dafür. Sordele. Ja, dieses Video, was ich jetzt hier gerade aufnehme, habe ich vor ein paar Tagen schon mal aufgenommen. Deswegen hatte ich jetzt auch mal so ein paar Tage eine Lücke, wo kein Video kam. Und ja, ich habe das aufgenommen und dann habe ich mir das angehört. Ich habe schon beim Aufnehmen gedacht, ey, boah, da irgendwie ist das so eine totale Weiner-Rumheulnummer. So ist das überhaupt nicht gemeint. Und dann habe ich mir das nochmal so zwei, drei Tage liegen lassen und mir nochmal angehört und habe gedacht, nee, das bist du hier nur am Jammern. Das kannst du so irgendwie nicht machen. Und mach das nochmal neu. So, und zwar, worum geht es denn überhaupt? Ja, um Nax Ramas geht es. Irgendwie tue ich mich mit Nax Ramas schwer. So, und das liegt nicht daran, dass ich Nax Ramas doof finde. Ne? Also, Akku, habe ich ja schon irgendwie gesagt, ist überhaupt nicht meine Instanz. Da bin ich irgendwie froh, wenn ich die nicht sehe. Ich hab mich gestern für ein Akku-Raid angemeldet mit dem Schurken. Ich habe gesagt, ey, ihr habt ja nur 39 Leute, ist ja noch ein Platz frei. Und da kann ich doch mit dem Schurken mitkommen. Und da hat jemand geantwortet aus dem Raid, ja, aber dein Schurke ist überhaupt nicht Akku 40 ready. Und dann habe ich gedacht, klasse, endlich schreibt das mal einer. Super, ich muss nicht nach Akku 40, ich habe frei. So, und so geht mir das mit Nax tatsächlich auch kein bisschen. Ne, Nax finde ich super gut. Ist echt eine richtig schicke Instanz. Und ja, ich habe die in Lich King halt, habe ich auch, glaube ich, hier und da ja schon mal erzählt. Die habe ich damals auch gemacht bis zum absoluten Anschlag. Halt von Anfang an war natürlich die Eröffnungsinstanz in Lich King. Aber ich habe die wirklich auch bis zum Ende gemacht. Was haust du mich denn hier, du kleiner Goblin? Geh weg. So. Und ich habe die aber auch bis zum Ende gemacht, auch als ich da überhaupt kein Gear mehr mit gar keinem Twink mehr brauchte. Einfach weil ich Nax so cool fand. So, die ganzen Boss-Mechaniken haben mir damals total gut gefallen und die gefallen mir heute noch. Und der ganze Look der Innie, den finde ich auch super. So, und das hat sich alles nicht geändert. Also ich, wie gesagt, nach wie vor Nax Ramas total geile Innie. So, und trotzdem stehe ich zurzeit mit Nax echt so ein bisschen auf Kriegsfuß. Was mich in Nax zurzeit echt runterzieht, ist einfach, wie abartig viel Consumables da verballert werden. So, das, ich habe ja damals in Vanilla, habe ich es ja nicht geschafft bis Nax. Da war bei mir Akku 40 war Schicht, habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Und selbst in Endboss Akku 40 haben wir damals nicht down gekriegt, dann ging irgendwie nichts. So, aber Nax war ich halt einfach damals nie drin. Und für mich war Nax immer noch so ein großes Mysterium. So, ah, wie wird es hier in Classic sein? Ich hatte damals halt Sachen irgendwie gehört, so, ja, der Trash-Mob, der Trash in Nax ist irgendwie schwieriger als viele Bossfights in, was weiß ich, BWL und so weiter. Also, was die da alles für Storys erzählt haben. So, und dann habe ich gedacht, ja gut, musst du doch mal irgendwann mal dir angucken und so weiter. Und Nax, ganz große Spannung, trötete. So, und lange Rede, kurzer Sinn, ich war jetzt halt irgendwie dann da und habe mir die Bosse da so angeguckt. Und was ich halt finde ist, dass die Mechaniken eigentlich genauso sind wie in Lich King auch. Da ist jetzt gar nicht irgendwie so, dass ich denke, oh, das ist aber jetzt ganz grundlegend anders. Natürlich sind Kleinigkeiten anders, ist ja klar. Aber wenn man, ich sage jetzt mal hier bei Four Horsemen, die meisten spielen halt ja mit 8 Tanks. Ja klar, kann ich jetzt in einer 25er-Gruppe irgendwie schlecht mit 8 Tanks da irgendwie das machen. Ne? Oder in einer 10er-Gruppe mit 8 Tanks ist auch irgendwie schwierig. So, aber oder Razuvius mit dem Übernehmen und so weiter, das ist ein Ticken anders. Ja klar, ne? So, das, logisch.
das ist einfach natürlich der Gruppengröße geschuldet und dann haben sie ein paar Mechaniken so leicht verändert. Ist ja auch alles gut und schön, ist ja nichts gegen zu sagen, aber ich finde die Grundsätzlichkeit, wie die Bosse funktionieren, wie das Ding aussieht, ich finde, dass die in Lich King eine unglaublich gute Kopie vom Original Nax gemacht haben. Die sind sich einfach so, sie haben es einfach darauf angelegt, dass dieses Feeling sich genauso irgendwie vermittelt und so weiter. Und das tut es halt auch. Und wie gesagt, als ich jetzt dann irgendwie da war, so wie gehen die Bosse, ja, das konnte ich eins zu eins im Prinzip alles aus Lich King übertragen, weil die funktionieren tatsächlich halt einfach auch genauso. Wie gesagt, die Sachen, die da anders sind, das sind so marginale Kleinigkeiten. Da ist dann irgendwie Wumpe. Und ich sag mal, Thaddeus geht genauso, Glut geht genauso. Wir könnten die Bosse durchgehen. Also Lohatep ist jetzt ein Hauch anders. In Lich King war halt die Castzeit irgendwie massiv verlangsamt. So, und hier kann man halt nur einen einzigen Cast machen. Ja, ist gut. Aber wie gesagt, das ist halt einfach der Gruppengröße geschuldet. Aber die Mechanik, na hier, da, renn mit der Gruppe zur Spore, klopp die Spore klein, hol dir deinen Buff, geh wieder hin. So, das ist halt alles, das ist das gleiche Ding. So. Und damit kommen wir zum Schwierigkeitsgrad. Im Lich King war es halt die Einstiegsinstanz. Damit hat man mal angefangen, überhaupt irgendwie in Lich King mal warm zu werden. So, und hier ist das absolut High-End. Und ich fand aber, dass es in Lich King, ich finde, dass Nax Ramas hier eigentlich nicht schwieriger ist. So, wenn ich das jetzt natürlich ganz formal durchgehe, ich hatte das auch mit meinem Kumpel Hopper mal wieder diskutiert und wir haben da ja irgendwie oft unterschiedliche Meinungen und er hat gesagt, du hast nicht alle auf dem Zaun. Was meinst du mit irgendwie, das ist genauso leicht. Guck mal, was du hier für Gear-Anforderungen hast, um da reinzugehen, um das sinnvoll zu machen. Und guck mal, wie das im Lich King war. Im Lich King bist du mit blau-grünem Quest-Gear da reingeeiert und hier musst du irgendwie alles auffahren, was geht. So, da kannst du doch nicht sagen, das ist der gleiche, das ist der gleiche Schwierigkeitsgrad. So, und da hat er natürlich recht mit dem Argument. Das ist ja logisch, klar. Ich muss jetzt hier richtig was auffahren, aber ich sage jetzt mal, Gear zu kriegen ist ja kein Skill. Na, Gear zu kriegen ist ja nur irgendwie, wenn du oft genug in diversen Raids mitgehst, dann kriegst du Gear halt einfach automatisch. Was ist der Skill-Part dabei? So, und renn doch mal ruhig weg hier. Und tschüss. So, was ist der Skill-Part, wenn ich regelmäßig irgendwo am Start bin, um ein bisschen mit zu looten? Naja, das sehe ich jetzt halt nicht so richtig an Skill. So, und dann kommen wir nämlich zum nächsten Ding. Ja, guck mal, was man hier alles für Consumables einschmeißen muss, um das überhaupt irgendwie geregelt zu kriegen. So, und das genau ist mein Kritikpunkt auch an Nax. Ich habe das Gefühl, dass wir jedes Problem, was die Bosse irgendwie so mit sich bringen, einfach immer mit Consumables erschlagen. So, also ich sage jetzt mal bei Hagen, wenn du da halt nicht richtig läufst, beim Hagen Dance, dann bist du halt tot. Und da warst du halt damals ja auch tot. Wenn du also in Lich King irgendwie da eilig gelaufen bist und irgendwie Bewegungslegastheniker, dann hast du halt eine so eine grüne Grützewelle abgekriegt, dann bist du tot umgefallen. Ende. So, das war's. Wenn du jetzt irgendwie so als Dudu oder so in Bärform mit richtig viel Leben, ja, okay, vielleicht hast du dann mal mit ein paar Prozent live überlebt, aber eigentlich hast du die Welle abgekriegt, bist du tot umgefallen. So, und wie spielen wir das jetzt hier? Ja, schmeiß mal einen großen Nature Protection Potion ein, weil dann hast du einen Schuss frei. Dann kannst du einmal irgendwie eilig laufen und macht gar nichts. Ja, also das eigentliche Problem bei diesem Kampf, nämlich lass dich nicht von der grünen Grütze erwischen, weil der Rest des Kampfes ist ja banal. Da
Das ist ja der einzige Trick an dem Kampf ist, lass dich nicht von der grünen Grütze erwischen. So, und da sagen wir halt, ja, schmeiß einen Pot ein, weil dann kannst du selbst dabei noch einmal failen. Ja, ja, okay, weiß ich auch nicht. Ja, oder wenn ich jetzt mir irgendwie jetzt, sagen wir mal, ich vergleiche jetzt mal Felina, die heißt Felina, ne? Da ist die aus die zweite aus dem Spinnenviertel, da dieses, na so, dieser Rat, der da auf der Podesta steht. So, da ist ja ein Teil der Mechanik, ein Teil, nicht die komplette Mechanik, aber ein Teil der Mechanik ist ja wie bei, wie heißt denn der Boss da aus Molten Core, wo da der Feuerregen runterkommt. Ihr wisst, welchen ich meine. Das ist der dritte Boss in MC. So, da ist doch irgendwie der Trick, wenn Feuerregen auf dich runterprasselt, dann bleib nicht in dem Feuerregen stehen, sondern beweg dich da zeitnah raus. So, da ist der Trick. Und der gleiche Trick ist natürlich bei Felina auch. Ne, wenn da halt irgendwie Feuer auf dich einprasselt, dann bleib vielleicht da nicht drin stehen wie ein Doof, sondern beweg dich mal. Nur, dass ich natürlich in MC, bei dem Schaden, der da reinkommt, wenn ich dann eine Reaktionszeit von einer halben Minute habe, dann wird das vollkommen reichen. Gut, wenn ich jetzt irgendwie 3, 4, 5 Sekunden in dem Feuerregen von Felina stehe, dann bin ich natürlich tot, ist klar. Also die Reaktionszeit muss dann ein Hauch hurtiger werden, aber ist jetzt ja nicht so, dass man da irgendwie unmenschliche Reaktionen irgendwie mitbringen muss. Na, sonst könnte ich das auch gar nicht spielen, wenn man das müsste. Na, so, aber selbst das ist dann auch noch, ja, aber schmeiß mal einen großen Feuerschutztrank ein. Weil wenn du jetzt dann irgendwie doch 2 Sekunden zu lange da drin rumstehst, dann ist egal, dann hast du auch da wieder einen frei. Ja, wir potten einfach jedes Problem ganz stumpf weg. So, und das macht halt Nax zum einen nicht schwieriger. Die Herausforderung ist im Prinzip jetzt, und ich übertreibe jetzt natürlich absichtlich, ist ja keine Frage, aber die Herausforderung ist ja jetzt, irgendwie kriegst du den ganzen Scheiß überhaupt zusammengefarmt, den du dafür brauchst. Weil so ein Run ist einfach mittlerweile endlos teuer. Ne, wenn man dann halt so für einen Nax ran, also wir machen Nax irgendwie noch an 2 Tagen, wir haben das Ding auch noch nicht komplett clear und so weiter. Aber so, wir teilen das auf 2 Tage auf, aber wenn jetzt so beide Runs zusammen, ich als ein Nax ran zähle, ne, dann verballere ich da locker so 300-400 Gold, ist da eben überhaupt gar kein Problem. Ne, weil ich auch einfach grundsätzlich durchgehend gebufft bin, ne, wenn da irgendwie so eine dicke Monstrosität auf mich draufkotzt beim Trash, dann falle ich halt mit meinem Gear als Schurke einfach direkt instant tot um. So, habe ich gar keine Chance, irgendwas zu machen. Da ist halt Feierabend. So, und dann stehe ich halt danach wieder auf und potte mich aber trotzdem wieder komplett zu. Ne, Mungo, Stärke, Echo, Buff-Food, alles, was geht, Hackerloy. So, und da ich da halt irgendwie relativ oft sterbe, weil ne, halt schlechtes Gear, wenig Leben, kleinste Kleinigkeit killt mich da direkt. So, und dann wieder irgendwie komplett durchbuffen, plus dann halt die ganzen Bossfights mit diesen ganzen Protection Potions und so weiter. Und ist jetzt nicht so, als würden wir da alle Bosse irgendwie im First Try legen. Manchmal ja, aber manchmal halt auch eben nicht. Und dann beißen wir uns da an irgendeinem Boss fest, wipen da 3, 4, 5 Mal und dann wieder jetzt so komplett mit allen Protection Potions, alle Kampfelixiere und so weiter und so fort. Das knallt halt richtig vom Gold her, was das so kostet. Und wie gesagt, ich meine, ich farm ja jeden Tag, ich mache ja auch meine Videos hier irgendwie immer, wenn ich hier gerade am Farmen bin und ihr seht, wann ich mich hier teilweise einlogge. Also ich sag mal so, das irgendwie ne, zu 6, 7 Uhr morgens bis dann irgendwie um 8 ist für mich jetzt irgendwie nicht kein besonders langer Farmrun und das mache ich fast täglich. Also so, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und trotzdem kommt man irgendwie bei Nax schwer hinterher, den ganzen Kram zu besorgen. Und man kriegt dafür eine Erfahrung, die im Grunde genommen im Vergleich zu Lich King nicht wirklich was Neues ist. Ja, viele sagen immer, ey, du sagst immer, Lich King ist das Original. Du musst das immer andersrum sagen. Na, das Nax hier ist das Original und Lich King war nur die Copy. Ja, ja, gut, klar, man empfindet immer
das als Original, was man als erstes kennengelernt hat. Und in meinem Fall war es halt Lich King. Also wenn ich das mal hier und da falsch rum sage. Ne? Aber es gibt mir keine neue Erfahrung. Ich gehe in eine Inni rein und deswegen habe ich mein letztes Video irgendwie dann jetzt gelöscht. Weil das klang immer so, als würde ich Nax nicht cool finden. Ich finde Nax super cool. Ich finde Nax echt richtig, richtig klasse. Aber ich sehe nichts Neues. Ich sehe immer noch im Prinzip alten Content. Auch wenn ich den damals in Vanilla nicht gesehen habe, ich sehe immer noch alten Content, weil Nax grundsätzlich kenne ich. Und ich sehe einfach, dass ich dafür einen unglaublich brutalen Aufwand leisten muss, um da reinzugehen. Und zwar brutalen Aufwand vom Farmen her. Und ich fühle mich aber gleichzeitig nicht spielerisch wirklich herausgefordert. Vom Spielerischen ist das, ja, wie ich das halt kenne. So, jetzt, klar, wird natürlich der eine oder andere wieder in die Kommentare schreiben, ja, ne, du Kacknoob, aber ihr habt das ja auch nicht irgendwie komplett clear und so weiter, also scheint da ja doch irgendwie eine Herausforderung zu sein. Ja, ist schön, ist geschenkt, logisch ist das so. Also, das, ne, das meine Gilde, wir eiern da jetzt irgendwie auch noch an For Horsemen irgendwie rum, ist jetzt nicht so, als würden wir da reingehen und die direkt irgendwie mit freiem Oberkörper direkt wegkloppen. Ist nicht so, nein, logisch. Ja, aber, ja, der Timing muss irgendwie stimmen. Du musst halt irgendwie 40 Leute irgendwie koordinieren. Und bei 40 Leuten hast du halt einfach immer jemanden dabei, der dann halt hier und da und dort einfach total doof failt. Und der kleinste Fail, das ist halt in Nax nun mal so, kann halt die ganze Gruppe killen. Das war aber in Lich King genauso. Ja, wir haben die Tage einen Versuch gemacht bei Thaddeus, da habe ich gedacht, ich fall tot um. So, Thaddeus wird irgendwie gestartet, der Kampf. Man steht ja zunächst mal in der Mitte irgendwie vor ihm, bis dann die erste Polung kommt und dann rennt man nach links und rechts. So, und als die erste Polung kam, sind wir da gewiped, weil da wieder irgendwie zwei Leute dabei waren, die das nicht gecheckt haben, dass man dann instant laufen muss, dass man dann nicht erst noch sein Abi nachmacht und mal in Urlaub fährt und nochmal die Einkaufsliste checkt, sondern nee, da ist die Polung, jetzt muss ich mich bewegen. Jetzt, zeitnah. Ne, so da, und wie gesagt, wenn da ein oder zwei Leute failen bei Thaddeus, dann failen halt 40. Aber grundsätzlich ist das ja jetzt keine Monster-Challenge, zu gucken, ey, okay, du bist jetzt irgendwie ne, plus gepolt, dann stehst du halt rechts, oder du bist minus gepolt, dann stehst du halt links und wir laufen halt im Uhrzeigersinn. Das ist ja jetzt nichts für Raketenwissenschaftler, um das irgendwie umzusetzen, sollte man meinen. Ne, und das meine ich, ich finde halt kaum, dass da schwierigere Sachen sind. Hier der beim Seelenerter, weiß der Gottig, also ja, die Lebensseite darf nicht zu viel Gas geben, damit die Untotseite da nicht untergeht und so weiter. Da muss man gucken, dass man da irgendwie das, ne, so in Wellen irgendwie killt, dass die andere Seite mitkommt. Ja, muss man, ja, das sind alles so, man kann da nicht komplett Brain AFK Nax spielt. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert aber auch in Lich King nicht. Da muss man schon so ein klein bisschen irgendwie ein Gefühl für die Instanz, fürs Timing, für die Mechanik muss man schon mitbringen. Aber ich finde, das ist kein nichts Unmenschliches. Wenn ich das mit Retail vergleiche, das ist auf einem völlig anderen Schwierigkeitsgrad. Na, ich spiele ja Retail Gott sei Dank nicht und da würde ich vermutlich, haben ja viele auch drunter geschrieben und denken, sie treffen mich damit. Ja, Retail würdest du gar nicht auf die Kette kriegen. Nee, nee, ich weiß. Retail würde ich auch nicht auf die Kette kriegen. Das ist von den Mechaniken aber eine ganz andere Hausnummer, als das, was wir hier spielen. Und das meine ich damit. Auch wenn wir noch nicht alles down kriegen, ich finde, Nax ist jetzt nicht vom Schwierigkeitsgrad auf einem total anderen Level. Die meisten Retail Mythic-Bosse haben da ganz andere Sachen drauf, als jetzt hier irgendwie die Bosse in Nax Ramas. So, und wie gesagt, dafür, dass es halt keine wirklich neue Erfahrung ist, dann einfach so einen finanziellen bzw. zeitlichen Aufwand zu treiben, ist halt, ja, weiß ich nicht, ist mir persönlich echt ein bisschen dicke. Und wie mit meinem Schurken, mein Gear ist halt einfach kotzig.
Das heißt, ich betreibe den Aufwand, um dann am Ende des Tages graue Loks zu spielen. Das ist dann natürlich noch irgendwie nochmal besonders klasse. So, deswegen bin ich da irgendwie mit Nax. Ich stehe da auf Kriegsfuß. So, egal wie cool ich die Instanz finde. Und ich habe jetzt die Tage, darauf wollte ich halt auch noch hinaus. Ich habe die Tage eine Band gesehen. Nee, ein Raid gesehen. Die haben gesagt, ja, hier, wir machen Nax ohne Buffs. Ohne Buffs, ohne Consumables. Und da habe ich gedacht, oh Hossa, das ist ja spannend. Das ist super spannend. Da wollte ich jetzt mal schauen, ob ich bei denen mich da mal anschließen kann und da mal mitgehen kann, weil da würde mich interessieren, wie das läuft. Also ich hätte mehr Bock, irgendwie 4 Bosse in Nax ohne Consumables, ohne World Buffs, ohne alles zu machen, ne, als die Bude komplett clear mit keine Ahnung, ne, 600 Gold Buff-Aufwand. So, und aber mal gucken, wie gut das halt geht oder wie gut das halt nicht geht und so weiter. Aber wie gesagt, fand ich total spannend, dass es das jetzt gibt, weil ich hatte ja von vornherein mein Problem so mit den Speedruns. Ich habe, wir haben ja in Dings, haben wir ja selber mitgemacht, hier bei in Sulgurup, weil halt, ne, 20 Leute konnten wir halt irgendwie finden in der Gilde, die gut genug spielen. Vor allen Dingen, man braucht ja dann, wenn man das an einem speziellen Datum machen will, brauchst du ja auch mehr als 20. Wenn du 20 hast, fehlen ja 3. Und so weiter. Und bei 4 Zigaretten konnten wir das gar nicht. Da will ich auch gar keinen Hehl draus machen. Aber bei Insulgurup hatte ich da Spaß dran, so einen Speedrun zu machen. Aber ja, einmal. Ne? Also am Eröffnungsabend. So, jetzt ist das Ding auf. Und wer ist jetzt am schnellsten da durch? So, das fand ich gut. Aber jetzt grundsätzlich. Ja, ich sehe halt wenig Sinn da drin. Ich sage jetzt mal 3 Stunden BWL-Vorbereitung oder 5 Stunden BWL-Vorbereitung, ne, um dann in der BWL selber 5 Minuten oder 10 Minuten schneller zu sein. Da geht für mich irgendwie so ein bisschen der Sinn verloren. Also ich habe diese ganzen BWL-Speedruns, Akku-Speedruns, MC-Speedruns, das habe ich nie so richtig verstanden. So, natürlich hatte ich vor den Leuten Respekt. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Ich mache mich über die nicht lustig, dass die das machen. Wenn ich habe am Anfang gesehen, irgendwie Apes haben den Kern clear gemacht, irgendwie in, ich glaube, 18 Minuten. Na, ich habe das Gefühl, wenn ich durch einen leeren Kern renne, ne, einmal bis hinten hin, wieder zurück, bis da Ragnaros und wieder raus, da brauche ich länger als 18 Minuten. Da ist da nicht ein einziger Mob drin. Und in der Zeit pfeffern die den ganzen Kern leer. Da habe ich schon gedacht, ja, Hossa, ne, das geht. Respekt von der Leistung. Aber trotzdem, das hat mich nie so richtig gekickt. Und so, für mich war irgendwie so, ja, ich möchte BWL machen, ich möchte das irgendwie in einer schnuckeligen Zeit machen. Schnuckelige Zeit heißt für mich aber unter 2 Stunden. So, ne? Wenn ich 1,5 Stunden brauche, dann ist das für mich irgendwie total in Ordnung. Und ich möchte dabei jetzt nicht irgendwie 17 Mal sterben. Und ne, am liebsten wäre mir, ich schmeiße am Anfang Mungo ein und ich gehe hinterher noch mit 5 Minuten Mungo-Restzeit da wieder raus. So, das fände ich irgendwie super. Das ist so meine Idealvorstellung von einem Raid, und im TS ist nicht die ganze Zeit irgendwie Karneval, sondern das ist irgendwie diszipliniert. Und da kann man auch mal einen Witz machen, aber im Prinzip ist das diszipliniert und man spielt einfach konzentriert so die ganzen Bosse und den ganzen Trash runter. Das ist für mich meine Idealvorstellung von einem Raid. Da muss ich mich persönlich nicht noch so unter den Stress setzen. Ja, aber wenn wir jetzt irgendwie 23 Minuten anstatt 22 Minuten, dann sind wir ja auf der Welt nur die 17. und wir wollen aber doch die 4. werden. Verstehe ich nicht. Das IV ist nicht meins. Aber ich verstehe auch nicht, warum man 100 Meter Lauf macht. Also von daher, vielleicht habe ich da, ne, ist da eine Charaktereigenschaft, kann sein. So, aber wie gesagt, so bei der Nax-Geschichte ist es halt ähnlich. Ne? Warum muss ich mich da komplett durchbuffen und dann versuchen, irgendwie Nax in, keine Ahnung, 2 Stunden, ich weiß nicht, was ist zurzeit der Rekord von bei Nax, warum muss ich mich komplett durchbuffen und dann versuchen, Nax in 2 Stunden zu machen? Wäre doch viel spannender, ich buff mich überhaupt nicht und versuche das überhaupt mal clear zu kriegen. Das wäre doch eine echte Nummer, weil genau das ist ja damals auch weitestgehend passiert.
Ja, so, das darf man ja nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Also ja klar, natürlich hat ein Schurke oder ein Krieger auch mal einen Mungo irgendwie eingeschmissen, um Nax zu machen. Logisch, das war damals schon auch Standard. Ne, so. Und natürlich, wenn dann ein Heiler irgendwie OM gegangen ist, dann hat er auch mal einen Mana-Trank geschluckt. Oder ne, wenn irgendwie ein Schurke, Krieger, Jäger, wer auch immer, zu wenig Leben hatte, dann hat er natürlich auch mal einen Heiltrank genutzt. Das ist klar. Ne? Aber wie gesagt, dieses exzessive, wir holen uns alle World Buffs, machen noch eine Portkette irgendwie einmal zickzack durchs Land, dass wir dann auch von diesen World Buffs möglichst keine Minute verlieren, haben alle irgendwie Resi-Pots, die es irgendwie gibt, durchgehend am Start, schmeißen Mana-Tränke auf Cooldown und so weiter und so fort. Also diese ganzen exzessiven Geschichten, die wir heute haben, die hat damals keine Sau gemacht. Damals hatte man weitestgehend einen Oni-Buff aus Zufall. Ja, hupsasa, ich habe in Stormwind gestanden, es gab einen Oni-Buff und den nehme ich jetzt mit einer Nax, Edgy Badge. Und alle anderen sagen dann, fuck, ey, das ziehst du uns heute komplett im Damage ab, das ist ja echt blöd. Ja, so. Aber da ist ja jetzt nicht irgendwie einer auf die Idee gekommen, ey, wie wäre denn, wenn wir mal alle in Orgrimmar stehen oder in Sturmwind und holen uns den mal alle ab, den Buff, und dann rocken wir mal richtig. Das war ja damals einfach nicht so. Und wie gesagt, ich fände es spannend, wenn man wieder ein bisschen mehr in diese Richtung denkt, als in, was kann ich noch irgendwie, gibt es nicht noch irgendein Consumable, weil ich noch mit oben drauf hämmern kann, und selbst wenn das irgendwie nur irgendein Fliegenfurz bringt, aber das schmeiße ich auch noch ein, weil, ne, kann ja nicht schaden. Das, mich nervt das echt total an. Mich nervt das einfach an, diese vielleicht ist das auch so ein bisschen im Real Life, weil habe ich das genauso. Ich finde halt einfach diese endlose Ressourcenverschwendung, weil das ist es für mich. So, das ist am Ende des Tages ist das für mich einfach nur, wir verballern einfach Ressourcen, bis Blut spritzt. Und was ist daran die Challenge? Ja. Ne, so. Ich hoffe, war jetzt irgendwie nicht ganz so. Ich hoffe, man kann da meine Argumente nachvollziehen und das wird jetzt nicht wieder so als totales Minor-Video irgendwie empfunden. Wie gesagt, das andere, das hörte sich dann schon. Das war schon großes Rumgeweiner, deswegen muss ich das nochmal löschen und nochmal neu machen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich bin mit Nax noch nicht durch. Ich bin halt gespannt mit dieser Gilde da, die sagen keine Consumables. Und wir machen das mal einfach so, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, wie gesagt, mein Schurke ist halt einfach noch endlos scheiße equipped. Ne? Das ist. So mit Hand aufs Herz kann ich da einfach überhaupt nicht rein. Ich habe hier noch so Teufelssaurier-Dreck an und so was und Sulkurup-Kram. Und wenn ihr den Schurken seht und die, ne, ich habe da T2-Schultern an, dann denkt man, oh, der ist T2-equipped. Nee, das ist mein einziges T2-Teil. Ja, und den Kopf von Oni. Das sind die einzigen beiden T2-Teile, die ich anhabe. Der Rest ist wirklich kompletter Gammel. Und ich habe da leider noch nichts drin verloren. Wie gesagt, graue Loks. Ne? Das ist, da weiß man dann natürlich auch, wo der Hammer hängt. Aber mit ein bisschen besseren Gear, wenn ich noch in die Region komme, dass ich sage, okay, jetzt habe ich Gear, womit ich auch nach Naxxramas reingehen kann, wäre ich sehr gespannt, so ein Raid mal mir anzugucken. Und wie gesagt, ich finde, da werden einfach die großen Gilden wären da tatsächlich auch gefordert. Genauso wie es diese Iron Man Challenge ja irgendwie gibt, ne, wo Leute sagen, irgendwie so, wir leveln in weißem Gear bis zum Endlevel und wir dürfen nicht einmal sterben. So. Ja, ich meine, dieses einmal sterben, da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Ich finde jetzt, wenn man mal irgendwie stirbt, ist das nicht. Das zeigt jetzt nicht, dass man ein schlechter Spieler ist, sondern das zeigt einfach nur, dass man beim Leveln Wagnisse eingeht. Da kann ich jetzt erstmal nichts Negatives dran finden. Aber so diese Idee, ne, das irgendwie so in komplett weißem Gear überhaupt mal durchzuleveln. So, ich finde, das zeigt viel mehr den Skill, als ich habe mir immer das beste Gear, irgendwie jeden Level das beste Gear aus dem Auktionshaus gekauft und habe dann damit gelevelt. Das ist halt, ja, so. Und diese Speedruns, ich habe da Respekt vor. Wie gesagt, ich sehe das auch als Leistung. Aber ich habe von einem Speedrun lange nicht
den Respekt, den ich hätte vor, nee, wir machen das einfach mal so, Nax Ramas, wie das damals halt war. Wir ziehen uns unser Gear an, was wir haben. Da haben wir schon einen Vorteil, weil wir heute viel stärker unser Gear optimieren, als wir es damals gemacht haben. Wir haben einen zweiten Vorteil, dadurch, dass wir die Taktiken ja sowieso kennen. Man kannte die Taktiken ja überhaupt nicht damals. So, und ansonsten nehmen wir halt, ne, ja klar, hier so ein Mungo und ein Stärketrank ist in Ordnung und wenn du einen Oni-Buff hast, ist irgendwie auch noch okay. Aber dann, das war es dann. Ne? Man muss das irgendwo begrenzen. Das ist ja wie im PvP, da gibt es ja einen ähnlichen Trend, dass da Leute sagen, wenn du bei einem PvP-Duell einen Heiltrank einschmeißt, ist das Cheaten. Ne? So, und da diskutieren ja schon Leute irgendwie, ob ein Gesundheitsstein vom Hexer irgendwie Cheaten ist oder nicht. Finde ich persönlich nicht, weil bringt ja die Klasse einfach mit. Da müsste man auch sagen, Schamane darf nicht anken im PvP-Duell. Würde ich auch nicht so sehen, würde ich sagen, nö, warum? Da eine Ank ist eine Klassenfähigkeit. Die hat er halt nun mal, warum soll er das nicht nutzen? Wenn er dann nochmal aufsteht und dir irgendwie eine Axt in den Rücken haut, selber schuld, muss halt beim Schamanen mit rechnen. Na, oder? Dann kannst du auch sagen, Schurke darf nicht vanischen, weil braucht ja auch eine Reagenz oder so. Ne? Aber zu sagen, im PvP, so, wir schmeißen jetzt hier keine Heiltränke ein und. Wenn du es verloren hast, hast du es halt verloren und dann ist gut. Das finde ich eine vernünftige Sache, weil sonst werden halt selbst PvP-Duelle zu einer Materialschlacht und das macht das Spiel kaputt. So, und ich finde, wie gesagt, den gleichen Gedanken sozusagen auf die Raids umzusetzen, halte ich nicht für verkehrt. Ja, so, 31 Minuten. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr sagt jetzt nicht irgendwie, oh, das ist ja eine riesen Weiner-Nummer. Ich hoffe, das ist nicht so rübergekommen. Ich bin gespannt, inwieweit ihr meine Argumente versteht. Und ja, schreibt mal einen Kommentar drunter und dann schauen wir mal weiter. So, dann jetzt hier, ne? Grüße aus der Südsee und tschö mit Ö.